Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Feeling. Heute kommt der zweite Teil des Meditationsvideos und in dem werden wir euch ein bisschen genauer beschreiben, wie die Meditation denn funktioniert, wie man genau Techniken ausüben kann. Das kommt jetzt aber gleich in der Folge erst und jetzt wollte ich noch sagen, dass wir gestern, ja, war Samstag, da wollten wir ein Rezeptvideo, wie wir es immer ankündigen. Das kommt diesmal nicht, denn wir haben uns entschieden, dass wir die Meditationsvideos erstmal fertig machen wollen. Und deswegen, wir sind fertig geworden und oftmals haben wir zum Beispiel Probleme mit dem Internet, dass das nicht schnell genug hochlädt. Und dann sagen wir, bevor wir es jetzt mitten in der Nacht bringen, bringen wir es lieber am Sonntag. Also heute. Heute kommt also das Meditationsvideo Teil 2. Und hier oben verlinken wir euch jetzt nochmal die praktischen Tipps. Also da haben wir wirklich gezeigt, wie funktioniert das, wie sitzen wir, was ist wichtig beim Sitzen. Hier in der Folge kommt aber jetzt erstmal das, wo nochmal ganz genau, wo wir alles erzählen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Vegan Feeling. Du hast wieder richtig eingeschaltet. Du bist heute beim zweiten Teil der Meditation. Und heute geht es um den praktischen Teil. Genau. Wir werden heute über drei verschiedene Techniken der Meditation reden, die uns auf unserer Reise begegnet sind, die wir über Wochen halt intensiv praktiziert haben. Und wir werden so ein bisschen die Vor- und Nachteile dieser bestimmten Techniken aufzählen. Und ihr könnt ja dann selber entscheiden, was ihr mal ausprobieren möchtet. Weil was uns gefällt, muss nicht unbedingt euch auch gefallen, aber wir werden halt... Also die individuellen Vor- und Nachteile, vielleicht finde ich was anderes besser als du jetzt oder genau. So. Also welche ist die erste Technik? Die erste Technik werden wir jetzt über eine ganz eigentlich einfache, einfach zu erklärende, aber doch dennoch schwierige Atemmeditation reden. Das ist die Atemmeditation, ja genau. Und die ist so, dass man wirklich die ganze Zeit während der Meditation, wenn man da sitzt, auf die Atmung achtet, also der Einatmen, wie er durch die Nase geht, man fühlt da ja die Luft, die reingeht, wie sie runtergeht und wie man die wieder rauslässt. Und da bleibt man die ganze Zeit gedanklich eigentlich dort, um nicht abzudriften. Aber das ist relativ schwierig, weil man eben schnell wieder abdriftet. Weil das ist sowas Alltägliches, dieses Atmen. Das haben wir so drin, das kann jeder. Driften wir irgendwann ab und denken wieder an dies oder das. Und immer wenn man das merkt, muss man wieder zurückkommen zur Atmung und darauf achten. Und selbst der Bob, mit dem wir das gemacht haben, der macht 30 Jahre schon Meditation, haben auch ein Interview gemacht mit ihm, habt ihr vielleicht schon gesehen, der sagt, er driftet immer noch ab. Allerdings schafft er es so 20 Minuten wirklich auf der Atmung zu sein. 20 Minuten ist super. Ich schaffe es meistens immer so eine Minute, dann weiß ich schon wieder, bin ich irgendwo anders. Und dann muss ich immer wieder zurückkommen. Und das sagst du, das ist schon schwierig, das stimmt schon, aber es hilft mir irgendwie mehr, weil ich wirklich ich habe hier was wirklich, die Atmung, ich weiß, daran kann ich mich festhalten und ich weiß, die Atmung, die wird da sein und da kann ich mich drauf konzentrieren. Ja. So. Man sollte auch nicht versuchen, unbedingt die Atmung zu kontrollieren, sondern die einfach frei fließen zu lassen. Und er war halt der Meinung, dass man nicht unbedingt immer in einer bestimmten Position sitzen muss. Also er saß auch im Stuhl und nicht auf dem Boden. Und dass man sich einfach nur wohlfühlen muss, wenn irgendwo es zwickt oder es wehtut, dass man sich halt auch während der Meditation umsetzen kann. Weil er gesagt, das Wichtigste ist, dass wirklich man sich wohlfühlt und entspannt ist. Genau. Und weil man kann ja nicht, wenn man jetzt irgendwie Schmerzen im Fuß hat, sich auf die Atmung konzentrieren, weil dann ist man bei den Schmerzen im Fuß. Also da gibt es aber verschiedene Meinungen darüber. Er hat das so gemacht, ich fand das ganz interessant, weil mir schläft regelmäßig das Bein ein. Bei mir auch. Das würde ich gerne immer mal ausstrecken. Und das zweite war eben, das war auch in Vilcabamba in dem Meditationszentrum mit dem, wie hieß er? Mit dem Bernie. Der hat das ganze Ding geleitet, der war der Inhaber des Ganzen und der hat auch Meditation gemacht. Und zwar heißt die Meditation auf Englisch halt Vipassana. Aber es gibt zig verschiedene Vipassana-Meditationen und die er gemacht hat, war Free-Floating Meditation. Und also im Prinzip saßen wir da und er hat uns auch geführt. Und es ist so, dass er uns immer gesagt hat, wir sollen in unseren Körper reingehen und die Energie darin frei fließen lassen, also das Bewusstsein. Und dann eben schaut, wo zwickt es, wo tut es weh, wo spüre ich etwas. Und dann geht man da ganz sanft, mit viel Liebe, immer näher an diesen Bereich, benennt ihn. Also er sagt immer Label, also zum Beispiel, ich habe Schmerzen hier in der Schulter, dann sage ich halt Schulter. Und wenn ich jetzt auch anfange zu denken, das ist meistens eben im Kopfbereich oder im Ohrenbereich, dann gehe ich dorthin, gehe da ganz intensiv in meinen Gedanken rein oder mit meiner Wahrnehmung vielmehr und sage dann eben Ohren oder Talk, also oder Gespräche. Und sobald man da ganz nah dran geht und wirklich hört, was sage ich da eigentlich, ist es meistens schon wieder weg. Also das fand ich schon, das war bei dir auch, oder? Das stimmt, ja, das ist ja sowieso weg, aber ich konnte das nicht so gut, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich hier einen Jucken hatte oder am Hand oder so an der Hand, dann fand ich das immer nicht so schön, da hinzugehen und habe das irgendwie nicht ausgehalten, dass wirklich das weggeht. Das war bei mir nicht so und ich bin da eher so ein bisschen kribbelig dann geworden. Das war nicht meine Art zu meditieren.
Die Lektion war eigentlich auch, dass man der Beobachter ist in seinem Leben und eben nicht permanent agiert und reagiert. Und dass man einfach mehr seinen Körper spürt und dass man einfach Dinge auch einfach zulässt. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Mücke auf deiner Nase sitzt, dass du das einfach nur spürst und nicht reagierst und es einfach geschehen lässt. Und so das einfach Leben einfach nur beobachtest, betrachtest, ohne eben diese Identifizierung wieder zu haben. Und also ich habe mir immer gedacht, man kann damit wirklich Blockaden lösen und auch innere Schmerzen lösen, weil man die Dinge eben frei fließen lässt, genau reingeht, es beobachtet und dadurch verändert es. Weil das Leben ist reine Veränderung, permanente Veränderung. Und wenn man es in seinem Körper sieht, dass nichts fixiert und nichts fest ist, dann würde man das auch im Alltag sehen. Also man wird außerdem immer in seinem Körper bleiben und viel mehr spüren, so was ist gut für mich. Und wenn es irgendwo weh tut oder wenn sich irgendwas schlecht anfühlt, dann eben aus der Situation rausgehen. Die dritte Variante des Meditierens war so, dass wir das, wir wollten auf ein Retreat, da wo das gemacht wurde, und das war mitten auf dem Titicaca Lake in Peru. Und da war eine Insel, das war eine der höchsten Inseln der Welt. Die war 4000 Meter hoch und dann noch ein bisschen höher. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Freund von uns kennengelernt, mittlerweile guten Freund, und mit dem haben wir da auch meditiert. Und mit dem sind wir sogar ein bisschen gereist dann, ein paar Wochen, und haben viel Zeit verbracht. Wir waren so eine Gruppe von Leuten, ne? Haben dann noch mehr Leute kennengelernt, die auch sehr am Meditieren interessiert waren und am Yoga. Und das haben wir wirklich tagtäglich haben wir dann meditiert und auch Yoga gemacht. Und mit denen haben wir auch Weihnachten und Silvester verbracht und haben da auch sehr, sehr schöne Meditationen an den Tagen gemacht. Mit schöner Musik, das war eben auch Herzmeditation. Und das war einfach eine schöne Sache. Und da würde vielleicht manch einer sagen, ja, was ist denn das und wieso muss ich jetzt singen oder Herzmeditation machen oder so. Aber der Punkt ist ja, das ist genau wieder die Gedanken, das ist schlecht und das ist gut. Uns hat es geholfen. Also uns hat es näher an uns selbst gebracht, näher an diese Erde, die eigentlich friedlich ist, also in der wir friedlich leben können, und das hat uns sehr, sehr geholfen. Gerade das so Weihnachten und Neujahr, das war sehr, sehr, sehr schön. Ja. Das sind auch auf jeden Fall so Erfahrungen, auch die ich nie vergessen werde, weil sie einfach so schön waren. Also zum Beispiel in Silvester, weiß ich noch, saßen wir alle im Kreis und dann immer nach und nach ist eine Person in die Mitte gegangen, auf ein Kissen, und dann alle haben dieser einen Person ihre ganze Liebe und Energie, also wirklich so aus dem Herzbereich geschickt. Und jede Person hat ein eigenes Lied. Und ich fand irgendwie, er hat das nicht vorher ausgesucht, aber dieses eine Lied hat wirklich wunderbar zu dieser Person immer gepasst. Und das hat einen so verbunden, also in der Gruppe. Und ich habe die Leute einfach total in mein Herz geschlossen. Und jetzt immer noch, wenn ich dann diese Menschen denke, das sind dann wirklich so, ich denke, das sind Freunde fürs Leben, die mir einfach wichtig sind, die ich unheimlich gerne mag. Und ich kann nicht sagen, ob ich die durch diese Herzmeditation angezogen habe oder dass ich mein Herz einfach für diese Menschen oder in dieser Situation eben geöffnet habe. Ja, die sind zwar jetzt überall auf der Welt verteilt, aber trotzdem war das sehr, sehr schön. Ja. Genau. Und die Meditation an sich, es ging immer so, dass man quasi den Verstand ins Herz bringt. Genau. Genau, es fing immer so an, dass er gesagt hat, du konntest immer noch so nachdenken. Bring the mind down to your heart. Genau. Also eigentlich nur, dass man sein Bewusstsein eben in dem Herzbereich hat. Und meistens, auch wenn wir es nicht genau wissen, wir können ja unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung lenken, haben wir es immer irgendwo in dem Kopfbereich. Und das sind die meisten eigentlich in unserer Welt, die sehr verkopft sind, die es einfach runterholen ins Herzbereich. Und man atmet auch in sein Herz, in sein spirituelles Herz hinein. Und dann gibt es noch eine Technik, die, finde ich, erinnert mich auch wieder an Eckhart Tolle. Wer das noch nicht gesehen hat, das sprechen wir in einem anderen Video an. Das verlinken wir auch gleich unten. Eckhart Tolle ist jemand, der die Meditation, dieses spirituelle Bewusstsein sehr, sehr, sehr ausgeprägt erklären kann und sehr, sehr gut für uns westlichen Menschen erklären kann. Hat auch einige Bücher darüber geschrieben. Aber wie gesagt, im ersten Video haben wir schon über ihn geredet. Genau. Teil dieser Meditation ist eben auch, dass man zwischen seinen Atemzügen ganz kurze Pausen macht, um sich der Stille in seinem Körper bewusst zu werden. Also man atmet ein, macht eine ganz kurze Pause, merkt, da ist nur Stille, Frieden, und atmet wieder aus und macht da wieder eine ganz kurze Pause. Und da, ich meine, das ist im Prinzip das, was wir erreichen wollen. Wir wollen innere Ruhe haben, nichts denken, keine Bilder sehen, sondern einfach nur im Hier und Jetzt zu sein. Eben das ist auch Eckhart Tolle sein. Und das hilft dabei, dass man sich immer ganz kurz in wenigen Momenten darüber bewusst wird. Und das alles im Herzbereich, sodass man halt wirklich durch das Herz sieht, mit Liebe sieht. Und das kann sich auch im Alltag eben übertragen und ganz, ganz viel bewirken.
Genau. Und es gibt verschiedene Meditationen, mit denen ihr anfangen könnt. Einfach eben still sitzen, einer dieser Techniken anwenden oder eben im Internet geführte Meditationen suchen. Und das könnt ihr im Sitzen, im Liegen machen oder einfach nur Affirmationen hören, die eben das Bewusstsein verändern und deine Gedankenmuster zu verändern. Genau. Um kurz noch zu erklären, was Affirmation ist. Affirmation ist das, also wir machen uns meistens ja Gedanken darüber, wie schlecht alles ist. Ach, das schaffe ich wieder nicht. Wie kriege ich nur das hin? Wo überall Probleme sind, dann werden wir uns den ganzen Tag den Kopf zerbrechen darüber. Und eigentlich ist Affirmation einfach nur das Umdrehen und sagen, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Will ich Leid oder will ich etwas Positives in meinem Leben sehen? Will ich, oder kann ich mir selbst sagen, was ich in meinem Leben sehen will? Und das kann ich. Ich kann es einfach umdrehen. Nicht die schlechten Sachen hervorheben oder das, was ich auf gar keinen Fall will, hervorheben, sondern das, was gut ist und was ich in meinem Leben möchte. Also, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich fröhlich bin, dass ich mich selbst liebe und alles, was ich auch in meinem Leben sehen möchte, kann ich mir selbst vor Augen schon führen. Mhm. Und ihr müsst mal aufpassen. Normalerweise macht man genau das, nur in der anderen, in der umgedrehten Weise. Man macht immer, denkt, ah, das geht nicht. Aber hier muss ich jetzt aufpassen. Immer macht man die ganze Zeit das und dann dreht man das aber einfach um und macht es bewusst in dem Moment und sagt, nein, ich möchte so und so, so und so und so und so. Deswegen ist es so wichtig, eben zu meditieren und in sich selbst zu kehren, damit man sich bewusst wird, was man eigentlich den ganzen Tag in seinem Kopf macht. Und wenn man jetzt sagt, viele finden zum Beispiel Louise Hay, die wir ab und zu auch hören, kitschig, weil sie eben sagt, man sollte sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich und akzeptiere mich so, wie ich bin oder sich halt selber Komplimente geben. Und das mag wirklich verlogen am Anfang klingen und viele Menschen werden das wahrscheinlich gar nicht können. Und wie denn jetzt plötzlich sagen, ich liebe mich selbst, ich finde mich toll, wo man sein ganzes Leben sich eingeredet hat, ja, möglichst klein halten und sich eben selber eher schlecht machen. Man kann das einfach umdrehen. Beides ist nicht richtig oder falsch. Beides ist einfach nur das, was man denkt. Und wenn man positiv denkt, dann wird es aber auch positive Auswirkungen auf die Realität, auf das Äußere haben. Und das sollte ja die meisten ansprechen. Und auch zum Beispiel, wir finden Gruppen, die zum Beispiel um 18 Uhr alle zusammen meditieren und ihre Energie in etwas Bestimmtes lenken, in das Positive lenken, so gut, weil das ist ja das. Deswegen reden wir auch nicht schlecht über den Veganismus. Wir propagieren ihn eben nicht mit schlimmen, blutigen Schlachthofbildern und Massentierhaltung. Das Gute daran zu finden. Was ist denn toll? Es schmeckt, gibt ein gutes Essen, man kann wirklich gutes kochen, man kann viel bewegen auf dieser Welt, man kann viel Leid der Welt ersparen und den Menschen und den Tieren. Und das ist all das Gute daran. Genau. Das ist auch so Meditation, wenn man sich einfach darauf konzentriert, auf Frieden und glücklich sein auf dieser Welt, anstatt immer diese ganzen Nachrichten über Krieg und da ist wieder ein Krieg und da ein Krieg und dagegen muss man was machen und dies. Dagegen zu machen wäre das, dass man sagt, wir sind einfach die andere Seite, wir müssen nicht bei dieser schlechten Seite mitmachen. Wir machen da nicht mit und wir lenken einfach unsere Energie für das Gute, für den Frieden. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen friedvollen, schönen Tag und wir machen jetzt eine kleine Meditation. Also bis bald, ciao, macht's gut.